grüße euch, sehr geehrte Zuschauer. Mein Name ist Eugen Minz. Ich bin seit 10 Jahren Yogalehrer und bin Gründer der Yogaschule Minz. Heute möchte ich euch ein bisschen was über die Mantren erzählen, weil ich auch vor kurzem eine Frage eines meiner guten Freunde bekommen habe. Wir kennen uns schon sehr lange und er bittet mich ab und zu um Ratschläge, um Erklärungen von irgendwelchen Techniken oder Praktiken, weil er auch sehr fleißig, sage ich mal, und sehr oft praktiziert. Und wie gesagt, wir kommunizieren dann hin und wieder auch. Und vor kurzem hat er mir ein paar Fragen bezüglich Mantren gestellt. Ich habe ihm vor sehr lange Zeit, also vor ja, 2, 3, 4 Jahren sogar, ein Mantra gegeben, welches auch ziemlich schwierig und anspruchsvoll ist. Dieses hat er auswendig gelernt und praktiziert und stellt mir jetzt vor ein paar Tagen folgende Fragen, ob man theoretisch daraus auch einen deutschen Text entwickeln kann, weil das Sinnbild ja das gleiche bleibt, die Dinge, an die man denkt während des Rezitierens. Dann schreibt er, letztendlich sind es die Worte mit den verknüpften Bedeutungen, die wichtig sind bei dem Mantra. Zum einen Teil ist es auch richtig so, dass man gewisse Mantren eindeutschen könnte oder in eine andere Sprache übersetzen sollte. Allerdings muss man verstehen, dass das Mantra eine gewisse heilige Vibration darstellt und ja, die meisten Mantren wir auf Sanskrit kennen. Und es gibt Sprachen in unserem Universum, sage ich sogar so, die durch die Vibration des ausgesprochenen Wortes letztendlich das Objekt durch diese Vibration beschreiben. Anders gesagt, das Objekt schwingt in dieser Vibration, die wir dann praktisch in Form eines Wortes aussprechen. Vor allem sind es gewisse Gottheiten, deren Namen und die Vibration des gesprochenen Namens praktisch dasselbe ist. Deshalb steht in den vedischen Schriften, wenn du das Mantra Om aussprichst, dann tanzt Gott auf deiner Zunge. Das ist praktisch sowas wie ein Zitat. Und das ist letztendlich dieser Sachverhalt auch darunter zu verstehen. Zum anderen muss man auch verstehen, dass jedes Mantra einen gewissen Egregor hat. Das heißt, sehr viele Menschen über sehr viele Jahrzehnte und Jahrhunderte haben dieses gewisse Mantra praktiziert in der Sprache, in der sie ursprünglich entwickelt wurde, vielleicht sogar von irgendwelchen Göttern oder Halbgöttern an die Praktizierenden gegeben wurde. Und dieser Egregor verfügt über eine gewisse Energie, über ein gewisses Energiepotenzial. Und nur wenn ihr das Mantra richtig ausspricht, verbindet ihr euch energetisch mit anderen Praktizierenden, die genau das gleiche Mantra rezitieren. Das hat einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil liegt darin, dass diese ganzen praktizierenden Leute durch ihr Energiepotenzial das Potenzial des einen Praktikers dann verstärken und unterstützen. Das ist für Anfänger vor allem sinnvoll, die erst in die Praxis einsteigen, um das eigene Energielevel anzuheben. Für Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind und das eigene Energielevel sich eh schon auf einem sehr hohen Stand befindet, wäre das ein Nachteil, weil er praktisch, wenn er sich durch das Mantra mit allen anderen Praktizierenden aus der jetzigen Zeit und aus der Vergangenheit sogar verbindet, wird seine Energie dadurch, ich sag mal so, ein bisschen abgeschwächt. Deshalb ist auch die Empfehlung von seriösen Yoga-Lehrern und Praktizierenden die, dass man sich praktisch nicht irgendein Mantra so von der Stange nehmen soll, welches jeder und überall rezitiert und praktiziert wird, sondern es gab geheime Mantren, die vielleicht nur ein ganz kleiner Kreis von Leuten praktiziert und überhaupt kennt. Und wenn man dann in so einem ganz kleinen Kreis
gemeinsam, heißt aber nicht, dass man sich in einem Raum zur gleichen Zeit zusammenfindet, sondern jeder praktiziert es für sich in der Zeit, in der er es für richtig hält, und so weiter. Man muss sich auch dafür nicht in der gleichen Stadt oder im gleichen Land befinden. Wenn man dann solche Mantren praktiziert, dann ist es um einiges wertvoller und sinnvoller, weil man dann praktisch sich nur mit Praktikern, die einen sehr, sehr hohen Status erreicht haben, in einem kleinen Kreis verbindet und so seine Energie nochmal, ja, ich sag mal, beschleunigterweise verstärkt. Also das ist, was man darüber sprechen sollte. Würde man das Mantra in Deutsch übersetzen, ich gehe davon aus, das ist aber auch meine eigene und persönliche Meinung, dass Deutsch eher eine Sprache ist, die beschreibend ist und die Vibration eines deutschen Wortes entspricht nicht der Ursprungsvibration dieses Objekts, dieser Gottheit oder dieser Energie. Da würde ich eher auf Sanskrit zurückgreifen und auf Sanskrit praktizieren. Natürlich, wenn der Kontext der gleiche ist und man in Gedanken sich auf die richtigen und die nötigen Sachen konzentriert, hat es natürlich den Sinn, dann hat es auch seine Wirkung, weil es gibt in den Veden so eine folgende kleine Geschichte. Ein einsamer Asket auf einer verlassenen Insel wollte auch spirituelle Vollkommenheit erreichen, hatte aber keine Lehrer, keine Gurus und keine Brahmanen. Und da ja den Schriften nach nicht alle Brahmanen gutgesinnt waren, manche hatten einen hohen ethischen und moralischen Status, manche einen eher niedrigeren. Und die Letzteren sind an dieser Insel mit einem Schiff vorbeigekommen, und der Asket hat sie gefragt, welches Mantra sie ihm mit auf den Weg geben könnten, damit ihr geistige Vollkommenheit erreicht. Und dann hatten sie ihm irgendwas gesagt, irgendwelches Abracadabra, welches auch kein Mantra war. Und der hat es aufrichtig für eine sehr, sehr lange Zeit praktiziert. Und als das Schiff nach vielen Jahren nochmal vorbeigesegelt ist mit diesen Brahmanen, haben die gesehen, dass dieser einsame Asket auf dem Wasser läuft und sich schreiend bei den Brahmanen bedankt für das Mantra. Dass er auf dem Wasser laufen konnte, zeigt, dass er alleine durch dieses Vertrauen in die eigene Praxis, durch die Aufrichtigkeit, mit der er praktiziert hat, obwohl es das falsche Mantra war, so eine spirituelle Höhe erlangt hat, dass er auf dem Wasser gehen konnte. Also das ist hier auch noch dabei anzumerken. Dann geht die Frage weiter. Theoretisch könnte man eigenes Mantra entwickeln. Also zum Beispiel Sonne, Frieden, Standhaftigkeit, Stärke und die Liebe, Dankbarkeit. Das ist natürlich alles sehr, sehr richtig. Man kann das schon machen. Aber das vorher von mir gemeinte, wenn dieses eigene Mantra in Sanskrit von euch verfasst wird, das dürfen drei, vier Worte sein. Es muss ja kein Gedicht werden. Dann wird es, denke ich, umso mehr und umso besser sein. Was wir in unserer Yoga praktizieren, ist meistens das Mantra Om, also ob das jetzt reguläre Veranstaltungen sind oder Sonderveranstaltungen wie die Vipassana-Retreate oder das Yoga-Camp. Es ist ein einfaches Mantra, ein allumfängliches Mantra, praktisch zeigt sehr gute Wirkung. Und ein anderer Punkt, den ich heute auch noch ansprechen möchte, ist, es heißt auch in den Veden, man müsste ein Mantra 100.000 Mal wiederholt haben, um eine gewisse Professionalität darin zu erreichen, damit das Mantra praktisch dann aus dem Inneren heraus wirkt, wenn man es sogar nicht wiederholt, sondern im Kopf praktisch, also im lautlos spricht. Und 100.000 Mal sind schon oder ist schon eine große Zahl. Deshalb rate ich euch, wenn ihr bei einem Mantra seid, es wäre gut, wenn man das ganze Leben bei einem Mantra bleibt. Wenn ihr jedes Jahr zu einem anderen Mantra springt, werdet ihr niemals in einem Mantra die gewisse Tiefe, die gewisse Professionalität erreichen. Und
Ideal wird das Mantra wahrscheinlich dann auch nicht sein, energetisch, weil man musste das praktisch am Anfang, spricht man das laut mit einer starken Vibration, aber es gilt, wenn man Vollkommenheit erreicht hat in der Mantra, dass wenn man sie bei seinen alltäglichen Dingen wiederholt, bei der Alltagsarbeit, zu Hause, überall und sie praktisch auch nicht ausspricht, aber sie im Kopf erklingen lässt, also ständig daran denkt oder ständig die Gedanken in dieser Mantra hält, dass die dann noch um einiges effektiver wird als das gesprochene Wort. Deshalb meine Empfehlung an euch, sucht euch ein passendes Mantra für euch aus, praktiziert es und werdet selber praktisch der Augenzeuge eurer eigenen Praxis. Werdet selber Augenzeuge, wie das wirkt, wie das eure Realität auch verändern kann, wie das eure Stimmung, eure Laune verändert. Mantren sind ein sehr kraftvolles, ein sehr starkes Werkzeug in der Praxis und wenn man das auch ein bisschen klassifiziert, die klassischen Asanas, Pranayamas, Meditation, Mantren, die Mantren stehen schon fast an der obersten Stelle von der Wirksamkeit und von der Effektivität. Ich denke, das war's für heute. Ich möchte auch das Video nicht allzu lang halten. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren anfragen bzw. auf WhatsApp mir eine Nachricht schreiben. 0160 7731 272. Und wenn das angemessene, interessante Fragen sind, kann ich sie entweder persönlich bearbeiten oder hier durch ein Video. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Euer Eugen Minz.